Ja, das war jetzt nicht ich, das war der Herr da nebenan. Guck mal, wie es tropft grünen Schleim von der Decke. Und genau das, auf diesen Moment habe ich mich gefreut. Ja, wir sind hier tief unten wieder in meiner Höhle. Ich habe mal ein bisschen Werkzeug nachgeholt, es ist nichts passiert. Und jetzt da oben muss es irgendwie sein, das Viech. Da ist er doch, es ist ein Riesenmonster. Es ist ein Riesenapparillo. Boah, Herrschaftszeiten. Ja, wie kriege ich den jetzt? Darf ich nicht übertöten? Licht. Licht vielleicht erstmal. Ein großer. So, der wird sich gleich zerteilen. Und dann werden wir von vielen kleinen Quaddelküppen angegriffen. Komm hier runter. Machen wir mal das Tor etwas weiter auf. Ja, nun komm doch mal, komm. Meine Güte, was ist hier los? Okay. Juhu. Ja, fallt mal alle hier runter, genau. ihr seid hier so doof. Ja, komm, platsch. Danke. Ja, schön. Ideal. Perfekt. Du wolltest nicht so wie die anderen? Okay. So, mal sehen, ob jetzt Ruhe einkehrt. Nein, immer noch nicht. Schleimbälle ohne Ende, ne? Oh, naja, okay. Ohne Ende ist vielleicht etwas übertrieben. Außerdem darf ich mich jetzt mal nicht zu sicher fühlen. Das ist ja wirklich da oben nicht so besonders hell, ne? Vielleicht, oh, was ist denn das? Was ist denn das hier noch alles? Was ist das denn? Das ist ja schön. Ah! Oh! Voll ein abgekriegt. Mich voll erschreckt auch. War das jetzt nur der Slime, der mich angesprungen ist, oder war da jetzt noch irgendwie ein Bogenschütze oder sowas? Ja, komm. Ist gut. Komm her, komm. Alle hier runterplumpsen. Ja, danke schön. Und nochmal runterplumpsen. Da, die Punkte kassiere ich dann leider nicht, ne? Zack. Ah, da ist noch ein Skelett. Ich kann es hören. Komm, Hildegard. Mit dir an meiner Seite werde ich das hier schon irgendwie hinkriegen. Da ist ja auch noch irgendwie ein Knochen. Was ist hier los? Kammer mit Lava. Ja, super, super hier unten. Das ist total super hier, weil oh, so viel Lava hier unten relativ wirklich sehr weit nah, also auch dran und am Bedrock. Ne? Gold, Gold, Gold! Ja! Hurra! Ne? Klasse! Ein toller Ausflug. Ich liebe Höhlen. Ich liebe Höhlen. Es ist einfach toll in Höhlen. Es ist nur leider blöd, dass ich keine Fackel mehr dabei habe. Und da ist schon wieder irgendwer, der mich verfuhr. Ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache da einfach zu und Ruhe ist. Oh. Ja, das ist da wirklich nicht zu fassen hier. Zumachen. Zack, da kommt jetzt nichts mehr durch. Feierabend. Ah, ist das aufregend? Kein Holz dabei und so. Nix für eine. Ach, noch nicht mal Kohle. Ja, okay. Komm, meine allerletzte Fackel, die werde ich jetzt hier in die Mitte stellen. So, die Lava lasse ich einfach unberührt, damit erstmal, ne? Dann kann die ein bisschen für Licht sorgen. Ich glaube, das ist ja oben jetzt nur Dirt und deswegen kann man da nichts sehen. Nein, ist das schön. Ich könnte ein gar fröhlich Lied anstimmen, aber das lasse ich jetzt mal. Da noch mehr Gold, 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 Gold. Es ist so schön, dass ich mich jetzt gar nicht traue abzubauen. Da unten ist es noch gefährlich.
Da hinten geht's ja noch weiter. Finde ich hier super. So, mal eben nach Hause. Hier ging's lang. Hier ging's lang. Hier ging's lang. Ganz einfach. Ja, der ist hier mir hinterher gekommen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das war so ein ganz lästiger Kerl, der stand schon oben rum. Ja, jetzt kannst du da mal ein bisschen zappeln, ne? Wie gefallen dir deine Brandwunden? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, noch einer. Noch ein Opfer. Das geht ja hier wieder ratzfatz. Level 5. Da war ich doch. War ich letzte Folge nicht schon wieder Level 5? Was ist denn hier los? Naja. Von hinten kommt auch was? Nein. Da oben ist gefährlich. Da ist ein Sprengwurm. Boah, ey, das ist ja hier wirklich super krass. Hallo. Oh Mann. Oh Mann. Ja, der hat mich auch. Boah. Ihr wolltet Action, ihr bekommt Action. Ah, da unten, der ist jetzt nicht gefährlich. Ah, ein Enderman höre ich aber auch. Oder was auch immer. Okay, da hinten geht es jedenfalls nicht nach Hause. Unten war noch ein Sprengwurm. Und ich weiß, dass ich hier jetzt lang kann. Das ist die Abkürzung. Ach, zwei. Nee, komm. Und noch einer von denen hier. Na also. Und noch einer von denen. Komm, Angriff ist die beste Verteidigung. Was sagt mein Hunger? Alles noch okay? Alles klar. Ich wollte nur kurz nach Hause, ne? Um neue Fackeln zu holen. Das erwähne ich jetzt nur mal eben. Creeper auch noch. Auch noch ein Creeper. Auch noch ein Creeper. Und noch ein Zombie. Oh. Schade. Schade, schade, schade. Aber ich nehme jetzt einfach Fackeln mit. Wir wollten eh. Haben wir einfach die Abkürzung genommen. Sehen wir das mal so. Man muss das alles positiv sehen. Alles nicht so schlimm. Komm, 32 mitnehmen. Dann nehmen wir die Einzel noch mit und dann nehmen wir noch ein Ersatzschwert mit und holen uns dann Hildegard wieder. Die arme Hildegard liegt wieder im Dreck. Ah. Das ist genau das, was ich gemeint habe, als wir das gemacht haben, das Silberschwert. Dass ich lieber Silber nehme als dieses kostbare Diamantenzeug, was ich eh dann. Das ist ja doch immer ungewiss. Was ist da jetzt auch zerstört worden bei der Explosion, ne? Da werden ja auch immer ein paar Sachen ein bisschen zerstört. Ah, da ist vor allem immer noch nicht ruhig. So, da hinten. Seht ihr Hildegard schon? Hab ich meine Hildegard zurück? Ah, du hast mir jetzt noch gefehlt. Du, lass mich doch in Ruhe. Ich hab jetzt Wut. Hildegard, ja, Hildegard. Hildegard. Ich schau mal eben nach, ne? Da ist sie. Oh, schon relativ beschädigt. Ich glaube, ich lasse sie mal so ein bisschen jetzt ausruhen. So, ich habe aber alles wieder, alle wieder beisammen. Hab alle wieder beisammen. Kenne sogar den Weg, ne? Das ist ja ein Ding.
Ja, aber da hatte ich noch hier diesen Creeper, habe ich noch gesehen. Natürlich sind das wimmelt, aber hier. Komm, komm, gehst du wohl weg? Lässt du wohl das? Da ist doch noch Goldmensch. Hast du das nicht gesehen? Du kannst doch hier nicht rumspringen. Oh, liebe Zeit. Weißt du, das nehme ich aber jetzt doch mal mit. Das scheint mir dann sicherer zu sein als. Da. Ja, guck. Mein lieber Schwan. Eine ganze Menge. Hier wimmelt's aber nun wirklich noch. Das ist auch wieder am Ploppen. Das ist aber diesmal wirklich Lava, ne? Ich sag ja, die kann man schwer auseinanderhalten, wenn man das noch nicht so drauf hat. Ein bisschen heller machen. Ups. Hier ist zwar diese besonders dunkle Ecke. So, und dann ging es nämlich hier noch so unwahrscheinlich. Da konnte ich in der Ferne. Ja, ich habe das Gold gesehen. Oh, meine entzündeten Augen sehen etwas Wunderbares. Ich kriege schon wieder so einen Euphorieanfall jetzt. Ne? Das ist eben der schönste Moment in des Butlers Leben. Nicht nur hier Gold zu finden, sondern auch ein wenig weiter Diamanten. Es ist großartig. Es ist großartig. Sehr vielversprechend, aber natürlich sehr gefährlich. Boah, hier sterben sie, hier wird ringsherum gestorben, ne, und, huch. Nicht sehr tief. Könnte man vielleicht dann gleich auch nochmal ausgraben. Da geht's dann tiefer weiter. Fein, fein, fein. Ein enormer Fackelverbrauch, das stelle ich mal wieder fest. Ja. Hervorragend, genau das hatte ich vor, ne? Hier mal wirklich wieder ein bisschen Ressourcen auf die Kette zu bekommen. Machen wir hier nochmal eben das Zeug weg. Vielleicht haben wir ja Glück. Kann ja sein, ne? Das Glück ist ja mit den Hübschen. So. Und da wir ja unsere hübsche Hildegard dabei haben, ne? Kann das ja alles sein. Oh, gut. Da sind wir mal zufrieden mit. Da sind wir mal zufrieden mit. Ja. Ja, da sind wir jetzt nicht zufrieden mit. Ah! Ach, und kein Wasser dabei. Ach, das ist aber wieder Ärger. Ich stelle mich hier mal schön sicher hin. Tralala. Kein Wasser dabei. Ja, komm. Das ist ein bisschen doof, ne? Aber alles okay. Ja, draußen ist Wasser genug. Draußen ist Wasser genug. Haben wir denn mal die Tür noch heil? Ja, dann mache ich auch mal wieder zu, weil... Die eine Tür habe ich auch mal repariert jetzt wieder inzwischen. Oh, ein Schwert. Und jetzt brauche ich auch noch ein paar Fackeln. Hier nochmal welche mitnehmen. Ich hatte mal zwei Stacks da, glaube ich. Hier ist schon wieder alles vorbei, du. Ja, gut, aber... Alles nicht tragisch. So. Bisschen beeilen. Hier ist immer nach wie vor noch gefährlich. Klar. Was? Ach so, da ist nur eine Spinne von außen in die Falle reingefallen. Das soll uns jetzt nicht weiter belasten. Oh, renn doch mal. Dunkel hier, ne? Weggesprengt alles.
Ja, Ruhe ist angebracht, um mal zu überlegen. Hier ging's lang. Hier unten, ne? Sag doch mal einer was. Ja, hier war das. Schwupp. Ja, wie? Ja, wie? Ja, wo? Ja, was? Habe ich etwa die Taschen voll oder was? Tatsächlich, ja, hier den roten Flash, den kann man ja wohl mal ein bisschen abhaken. Was soll ich damit? Das ist aber blöd, wenn ich jetzt hier alles schon voll habe. Der, die Knochen, die können wir auch hier liegen lassen. Braucht kein Mensch. Machen wir lieber mal die Taschen voll mit so Zeug. Jetzt nicht wieder den gleichen Fehler wie gerade. Ja, genau das. Lassen wir es einfach laufen. Ist natürlich noch vielversprechend da. Diamanten können wir jetzt nicht mitnehmen. Das ist blöd. Komm. Das Zeug können wir hier lassen. Ich sichere mir die Diamanten. Und lass dafür einfach das Sprengpulver hier und den komischen Rottenflash habe ich auch wieder aufgesammelt. So. War da noch mehr? Leider nicht. Leider nicht. Aber immerhin, ne? Zwei Stück. Ja, das war's. Gut, dann hoch. Noch ein bisschen Kohle, weil wir doch ein bisschen Fackelverbrauch hatten. Jetzt einfach mal. Geht das denn noch überhaupt? Nee, geht doch gar nicht mehr. Hab ich denn noch. Gold kann ich mitnehmen. Ach, hier, das kann ich auch hier lassen. So. Und dann nehme ich noch ein bisschen Silber mit, da kann ich dann auch noch irgendwas hier lassen. Irgendwas finde ich da noch, was ich nicht gebrauchen kann. So ein Koppelstein oder was, ne? Was tue ich hier eigentlich voll im Dunkeln? Da oben ist eine riesen dunkle Höhle über mir. Und Hildegard nicht auf Position 1. Na, das soll ja was geben. Und dann verbrauche ich auch mal hier mein Schwert. Meine Hacke. Voll durcheinander, der Mann. Da könnte sich das nämlich schon erledigen hier mit meinem. Na komm. Was machen wir denn da mal? Was machen wir denn da mal? Haben wir denn irgendwie noch so eine komische. Zwei Sachen können wir da bestimmt hier reparieren oder was? Hacke. Das ist eine gute Hacke. Wow, was ist denn jetzt kaputt? Ist auch mal eine gute Möglichkeit, mehrere Hacken irgendwie wieder reparieren. Ist das laut, ey? Wir sind hier fast am Bedrock. Ja, geht es noch? Ab das bald? Oder was? Oder wieder wo? Hervorragend. Ganz vorherragend. Da, das Zeug möchte ich jetzt haben. Das Zeug möchte ich auch noch haben. Weg, weg, weg mit dem Lavasee. Weg mit dem Lavasee. Wenn ich den schon sehe, den Lavasee. Oh, der ist aber tief. Ja, vielversprechend. Das ist sehr vielversprechend. Ja, klar. Ach, jo, 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 jo. Mann, 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 Mann. So. Licht. So, und dann würde ich nämlich auch sagen, machen wir so langsam mit diesen Höhlenfolgen hier ein bisschen Feierabend. Wir haben alles gefunden, wir haben Gold gefunden, wir haben Silber und Kohle eh und ganz viel Redstone und auch zwei Diamanten und deswegen bin ich mit diesem Höhlenausflug, diesem Butlerausflug, glaube ich jetzt auch erstmal, ja, zufrieden und bedient. Vielleicht hier noch so ein bisschen den Lavasee trockenlegen. Mensch, ist der tief. Da geht es noch ganz schön weiter. Also da scheint unterirdisch noch einiges zur Sache zu gehen. Ah, blöde.
Und dann würde ich sagen, dann kann man ja auch beim nächsten Mal mal wieder ein bisschen draußen. Eieieiei, was bauen? Mal zurück in den Dschungel oder sowas, ne? Da wartet ja immer noch ein wunderbares Portal auf uns, was wir zu bauen haben. Ein Eingangsportal. Und draußen wollte ich dann vielleicht auch dorfmäßig vielleicht irgendwas verkleiden. Der Einbaum, warte mal, da ist noch so eine halb kaputte. Nehmen wir die erstmal. Ich sagte, ja, hallo, ich sagte, nehmen wir die erst einmal. Ja, auch egal, jetzt so. Oh nein! Oh. Das wäre jetzt schön, so abschließend nochmal, ne? Noch ein paar Diamanten. 7 Stück hatte ich, dann habe ich jetzt inzwischen sogar... Na, mach doch mal dicht. So. Das ist eine Arbeit. Dann habe ich jetzt 9 Diamanten auf Lager. Macht man denn damit? Ja, nicht mehr lange, wenn ich hier so weitermache. So. Ja, ich nehme ja schon die Schippe. Ist ja gut. Ja, okay. Ist nix mehr drin. So. Hier noch ein bisschen buddeln. Na, ich denke mal, da können wir jederzeit wiederkommen. Um das hier mal so ein bisschen noch aufzugraben. Jetzt laufe ich einfach zurück und guck mal, dass ich noch allerhand so mitnehme, was da noch so rumliegt, da oben zum Beispiel. Und dann freue ich mich eigentlich auch schon wieder so ein bisschen auf das Tageslicht draußen, obwohl es ja doch eher schlechtes Wetter zu sein scheint. Ah! Oh! Ja, es nimmt kein Ende, ne? Wenn man dann sich doch nochmal verleiten lässt, irgendwo hinzurennen, dann ist es auch ruckzuck schon wieder... Ach, guckt euch mal die Kohlebestände hier an. Ach, die kann man aber jetzt eigentlich nicht hängen lassen, ne? Ach du meine Güte, du ahnst es nicht hier, ne? Wie weit geht das denn noch? Können wir hier mal aufhören? Lapislazuli. Ja, richtig, das fehlte noch in der Sammlung. Das ist doch eine schöne Ecke hier. Schön rund, schön wunderbar. Ne, tralala, da haben wir noch einen Slot frei, da passt das Lapis dann rein. Ganz prima. Und die ganze Kohle. Ist nicht verkehrt. Obwohl ich natürlich jetzt gedanklich schon wirklich wieder dabei bin, draußen zu sein. Mal überlege, was wir da machen können. Es gibt noch verschiedene Stellen zu verschönern. Da ist wieder Redstone. Also ich sage ja, wenn man einmal dabei ist, es nimmt kein Ende. Das ist nun mal so. Bisschen Licht noch. Was soll's? Solange das Werkzeug noch mitmacht und wir noch irgendwelche Slots haben, das dürfte jetzt knapp werden, ne? Was haben wir denn noch? 55, ja, das wird jetzt knapp gleich. Da wird es knapp gleich. Da muss man gleich nochmal gucken hier. Da haben wir hier so ein Werkzeug, irgendwie ein Schwert, irgendwas reparieren. Kohle, wie viel Kohle fehlt? Da geht noch einiges. Kohle können wir noch mitnehmen. Ich hole jetzt einfach das Lapiszeug. Dann haben wir das. Und, so. Ja, komm, hätte ein bisschen mehr sein können. Da ist er. Gut.
So, und jetzt können wir uns einfach mal ganz rigoros und hemmungslos die Taschen vollstopfen. Und das war dann eine wirklich tolle Ressourcentour. Sofern ich wieder heil nach Hause komme, natürlich. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir denken ja positiv. So, fein, fein, fein. Okay. Ein bisschen vorsichtig hier. Da. Ah, ich bin jetzt etwas aufgeregt. Wird natürlich immer spannender, ja? Jetzt, je näher man nach Hause kommt und je mehr man noch findet. Ja. Das klappt ja prima soweit. Da hinten das Gold, das kriegen wir auf jeden Fall noch mit. Haben wir noch Slots? Dafür haben wir noch Slots. Wie sieht's aus mit der Kohle? 64, genau. Haha, na. Volltreffer. Und jetzt habe ich schon fast gedacht, ich hätte mal für das Gold hier meine Silberhacke verbraucht. So. Hallo. Alles klar. Komm, hier ist gefährlich. Oh, da habe ich die Orientierung verloren. Nee. Ist hier noch irgendwas? Oh ja. Wie sieht's aus mit Silber? Oh. Silber können wir noch wirklich den ganzen Slot fast mitnehmen. Mal komm. Alles einstecken. Ja, gefühlsmäßig ist die Folge eigentlich schon um, ne? Ich mache jetzt einfach nur noch so ein bisschen Restarbeiten. Auch er wieder, ne? Aber mit unserer Hildegard. Was tänzeln die eigentlich immer so im Kreis rum? Das sieht doch lächerlich aus. Oh, was hat der denn dabei? Eine silberne Schippe. Das ist der erste Zombie, der uns was gibt. Ja, man darf nur nie dran denken oder gezielt darauf losgehen, ne? Das kommt immer überraschend. Ja, das muss ich aber jetzt, ja klar, dann tausche ich jetzt einfach gegen eine. Kann ich nicht was reparieren? Warum habe ich auch eine Axt dabei? Ach, ja, wegen irgendwelcher eventuellen Minen, ne? Ach, stimmt, da haben wir doch auch mal vor ein paar Folgen irgendwo hier unten. Naja, ist ja auch egal. Lassen wir die Mine Mine sein. So, jetzt sagt mir mal, was ich hier lassen soll. Dirt, ja, kann man alles hier lassen. Gold können wir hier. Das ist alles heil. Ich tausche halt gegen die Steinschippe. Auf Wiedersehen, Steinschippe. So. Und auf Wiedersehen, Höhle. Da unten war ich ja schon, ne? Schon länger her wieder. Mal wieder mal ein paar Folgen zurückblättern. Ja. Guckt immer in meine Playlist. Ich habe Playlists, alles. Habe ich alles sowieso, ne? Und alles parat. Ne? Ganz modern. Und da könnt ihr nichts verpassen und auch mal wieder ein bisschen zurückblättern. So, jetzt wird es wieder gefährlich. Da ist noch mehr Silber. Und hier ist das irgendwie mit dem komischen Enderman. Oho. Ah, die kriege ich jetzt nicht. Schade. Enderman. Mit dem müsste eigentlich die Hilde auch fertig werden, ne?
Wo ist denn der? Ach Mensch, war doch weit genug weg. Schluss jetzt, Feierabend. Folge ist schon völlig lang. Guckt schon keiner mehr zu, wie immer. Und deswegen mache ich jetzt auch, dass ich jetzt hier rauskomme. Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Wo kommen die jetzt eigentlich alle her mit einem Mal? Also hier bin ich doch gerade erst lang gelaufen. Naja. Soll uns nicht weiter belasten. So. Da ist noch Silber. Und hier ist ja schon wieder weggesprengt worden. Oh weia, da ist noch Silber. Ach. Leute, ich mache jetzt hier Feierabend, sonst ist das hier wirklich extrem lang. Und das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache. Aber das Zeug da, das hole ich mir noch. Ob ich das geschafft habe, sehen wir das dann in der nächsten Folge. Bis dann.